Moin, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen ganz besonderen Vlog und zwar kriege ich heute mein allererstes Tattoo. Ich glaube, das wird ein Tag sein, an dem man sich gerne zurückerinnert. Deswegen, ja, vlogge ich das Ganze heute und ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bus und treffe mich dann gleich mit einer Freundin und dann fahren wir zusammen nach Köln. Ich bin jetzt an der Bushaltestelle. Ich habe meine Jacke ausgezogen, weil es einfach so warm ist. Ich bin schon richtig gespannt. Ich freue mich so. Oh mein Gott, das ist mein allererstes Tattoo. Ich verrate jetzt noch nicht, was es wird, aber ich zeige es euch dann natürlich später. So, ich habe mich jetzt mit meiner Freundin Laura getroffen. Wer schon länger meine Videos guckt, der kennt sie auch schon, weil sie war schon in ein paar Videos dabei. Wir gehen jetzt auf jeden Fall gerade zur Bahn. Ich habe noch Geld geholt. Und dann geht's los. Ich bin so aufgeregt. Okay, wir sind jetzt in Deutz angekommen. Wir steigen jetzt hier oben in die U-Bahn, weil das dann schneller geht. Ich gehe übrigens zum Tintenwerk, das ist an den Ring. Habe ich dann da letzte Woche einfach angerufen. Dann sind wir da vorbeigeblättet, ne? Ja. Das war voll cool. Und dann hat sie so gesagt, ja, wenn du willst, kannst du auch schon morgen kommen. Und ich so, oh mein Gott, was? Und dann hatte Laura aber keine Zeit und haben wir gesagt, okay, machen wir nächste Woche Samstag. Gehen jetzt aber, glaube ich, kurz noch zu Starbucks, weil wir haben erst 2:30, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, aber Angst habe ich auf jeden Fall keine. Und das ist gut, weil ich habe ja eigentlich richtig Angst vor Nadeln. Das bringt weiß ab oder so, ne? Dann sagst du es wirklich schön, ja? Mhm. Ready? Mhm. Erstmal. Und? Ja, das ist gar nicht schlimm. Ja, wirklich. Okay, wir sind jetzt wieder raus und es ging super schnell. Es hat jetzt, glaube ich, das Tätowieren selber hat, glaube ich, 12 Minuten gedauert. Also Laura hat ein Snapchat-Video von mir gemacht und das ist jetzt 12 Minuten her und das war ganz zu Anfang, als sie angefangen hat. Das ging wirklich super easy. Ja, ich habe es jetzt hier an meinem Arm. Da ist jetzt eine Folie drum, deswegen kann ich es jetzt gerade nicht so gut zeigen, aber wenn ich zu Hause bin, dann zeige ich euch das auf jeden Fall. Jetzt kommt die Sonne so in mein Gesicht. Aber es tat auf jeden Fall nicht weh. Also ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt, aber dazu sage ich dann auch noch später was. Oh, das ist voll gut. Ja, mega. Oh, geil. Okay, tschüss. Laura und ich sind gerade aus Versehen auf den Kirmes gelandet. Wir wollten eigentlich zum Deutzer Bahnhof fahren, weil auf der S-Bahn stand Deutz. Und ich dachte, die fährt auch zum Bahnhof. Ja, und dann ist sie halt abgebogen in Deutz. Ja, aua. Ja, und jetzt sind wir hier auf der Kirmes. Und jetzt wollen wir gleich gucken, wie viel das Riesenrad kostet, weil die Laura noch nie Riesenrad gefahren ist. Und ja, jetzt gehen wir schnell schauen. Okay, wir wollten jetzt eigentlich mit dem Riesenrad fahren. Aber das kostet einfach 7 Euro! Ich habe mich richtig gefreut, wirklich. Was ist das? Ich habe noch 10 Euro. Und ich habe 1 Euro. Also 11 Euro. Und dann haben wir gesagt, okay, 5,50 Euro ist okay. So, wir sind jetzt auch schon wieder von der Kirmes runter. Weil, wie gesagt, wir wollten eigentlich Riesenrad fahren. 7 Euro. Alles andere kostet 4? Nur das scheiß Riesenrad kostet 7. So übertrieben. Hat sich gereimt. ja, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Bahnhof, beziehungsweise jetzt gehen wir dahin, wo wir halt eigentlich hin wollten. War ein schöner Ausflug. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, weil es ist sehr windig gerade irgendwie. Aber es ist wirklich ein sehr schöner Tag. Mhm. Ganz wundervoll, da ist der wundervolle Dom, wundervolle Autos, wundervolle Lauf. Ich bin jetzt wieder zu Hause und habe mein Tattoo jetzt gerade hier noch in Folie. Ich werde jetzt aber abmachen und dann soll ich das kurz so abspülen mit klarem Wasser und danach eincremen. Ja, dann werde ich es euch zeigen. So, ich bin jetzt mal rausgegangen, weil es ist noch richtig schönes Wetter. Aber es sieht so aus, als wenn es schon richtig spät wäre. Dabei haben wir erst 4 Uhr. Und ja, ich habe es jetzt abgewaschen und eingecremt. Sieht jetzt auf der Kamera, glaube ich, ein bisschen anders aus als in echt, weil es ja ein Weitwinkel ist. Ich werde euch aber Bilder einblenden. Und ihr könnt auch auf Instagram oder Snapchat oder so vorbeischauen. Da werde ich bestimmt auch was posten. Okay, ich zeige es euch jetzt einfach. Und zwar ist das mein Tattoo. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Das ist halt einfach auf meinem inneren Oberarm. Und eigentlich habe ich erst überlegt, ob ich es hier hin haben will. Dann habe ich überlegt, ob ich es auf die Rippe haben will. Und dann, ja, habe ich dann doch mich für den Oberarm entschieden, weil ich finde, das ist eine Stelle, die kann man gut verstecken. Aber man sieht es trotzdem, wenn man es zeigen will. Auf der Rippe zum Beispiel sieht man es nur mit dem Bikini. Auf dem Handgelenk sieht man es immer. Deswegen fand ich, war das so eine Stelle,
da kann ich es verstecken, wenn ich es möchte, aber ich kann es auch zeigen, wenn ich möchte. Und ja, da steht eben Lumos Maxima. Dem einen oder anderen kommt es vielleicht bekannt vor. Das ist ein Spruch von Harry Potter. Jetzt denken viele von euch bestimmt so, hey, warum lässt die sich ein Harry Potter-Tattoo stechen? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine große Bedeutung Harry Potter für mich hat. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen. Ich glaube, mein erstes Buch habe ich mit 6 oder 7 gelesen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, es war halt einfach meine Kindheit. Keine Ahnung, das war halt schon immer ein Teil von mir. Und deswegen war für mich eigentlich schon immer klar, dass wenn ich mir ein Tattoo machen lasse, dann eins... Was mit Harry Potter zu tun hat, weil ich glaube einfach, dass Harry Potter mich mein ganzes Leben begleiten wird, dass es niemals so sein wird, dass ich mir denke, oh mein Gott, was ist Harry Potter, wie scheiße ist das? Jetzt fragt ihr euch bestimmt auch, warum ich einen Zauberspruch gewählt habe. Ich hätte mir auch einfach die Heiligtümer des Todes tätowieren lassen können oder Always oder keine Ahnung, was halt so voll viele machen. Aber ich wollte halt, dass es eben nicht nur ein Harry Potter Tattoo ist, sondern auch ein Tattoo, was eine Bedeutung für mich persönlich hat, abgesehen jetzt von Harry Potter. Ich weiß nicht, viele von euch wissen das wahrscheinlich, dass ich auch Zeiten in meinem Leben hatte, die nicht so toll waren, wo es mir nicht so gut ging. Ich habe trotzdem immer versucht, ein positiver Mensch zu bleiben und habe über die Jahre jetzt auch gelernt, glücklich zu sein und glücklich über das zu sein, was man hat und nicht immer nur die Fehler zu suchen. Ich habe eben sozusagen das Licht im Dunkeln gefunden. Deswegen habe ich mich auch für Lumos entschieden, weil das ist ja der Spruch für Licht. Und Maxima ist eben nochmal die Verstärkung davon. Ich bin halt der Meinung, dass es in jeder dunklen Zeit auch ein Licht gibt und dass man das nur finden muss. Und ich habe mein Licht zum Glück immer wieder gefunden und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich hoffe, ihr versteht die Message, die ich darüber bringen möchte. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel davon erzählen, weil es ja auch schon ziemlich privat ist, aber ich will euch einfach nur sagen, auch wenn ihr gerade eine dunkle Zeit durchlebt, es gibt irgendwo ein Licht, ihr müsst es nur finden. Und das bedeutet eben Lumos Maxima für mich. Jetzt mal weg von dem ganzen sentimentalen Zeug. Und ich dachte mir, ich beantworte jetzt einfach noch ein paar Fragen, weil viele bestimmt Fragen haben werden und mir gestellt werden. Und deswegen mache ich das einfach in dem Video. Und zwar wollte ich einmal sagen, wie viel das jetzt insgesamt gekostet hat. Also ich muss sagen, mein Tattoo war relativ teuer. Ich war aber auch bei einer ganz, 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 ganz tollen Tätowiererin. Also sie war super nett und super lieb. Ich kann auch ihr Instagram in der Infobox verlinken und auch die Seite, wo ich, also von einem Tattoo-Studio. Insgesamt hat mein Tattoo jetzt 130 € gekostet, was es mir aber auch wert ist, weil ich finde, beim Tattoo sollte man auf gar keinen Fall sparen. Dann kommen wir jetzt noch eben zu den Schmerzen. Ich habe eben schon erwähnt, dass es mir gar nicht wehgetan hat. Also wirklich, Leute, es hat mir überhaupt nicht wehgetan. Falls ihr auch kurz vor eurem ersten Tattoo steht und nicht genau wisst, was ihr euch wohin machen sollt, nehmt den Oberarm. Es tut wirklich überhaupt nicht weh. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal epiliert habt an den Beinen, aber ich finde, das tut mehr weh. Also epilieren tut meiner Meinung nach mehr weh als das Tattoo jetzt. Also ich habe es mir auf jeden Fall viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich hatte richtig Angst so vor dem ersten Stich und habe Angst gehabt, dass ich mich dann erschrecke oder so. Aber wirklich, es war ganz, ganz easy und ich kann es absolut empfehlen. Und ich glaube, es wird auch nicht mein letztes Tattoo sein. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt noch irgendwas fehlt an Informationen. Ich glaube, das war's. Ich würde sagen, dass ich dann dieses Video auch an dieser Stelle beende. Falls ihr mehr Bilder oder so sehen wollt, dann geht auf mein Instagram-Profil. Das ist immer alles in der Infobox verlinkt. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Denise von Tintenwerk. Du hast es ganz, ganz toll gemacht und ich freue mich riesig. Ich bin super glücklich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr mein Tattoo findet. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch in die Kommentare schreiben. Ich versuche die dann zu beantworten. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!